Na dann, sag ich mal, willkommen zurück zu Anno 1404. Ich soll eine Gewürzplantage bauen, wurde mir gesagt. Und Ja. ich habe vor, ein Schiff aus dieser Welt zu eskortieren. Ich muss nur schauen, wo die Defiant abgeblieben ist. Aber ich würde sagen, wir reden nicht viel drum herum. Ich wechsle die Szene, ich starte das Spiel und Tristan, am Ende der Folge hast du bitte dieses Spiel Ein gewonnen. feindlicher Danke. Scherge treibt sich in ihrer Ja, Stadt herum. natürlich. Und wieder ein Scherge. Na, sehr schön. Zum Partanfang, Folgenanfang, gleich mal wieder ein Scherge, der hier rumläuft. Ja, ich sehe ihn gerade nicht. Happen, happen, happen. Rechtzeitig, um Schlimmeres zu verhindern. Wir So, sind geübt. genau, du hast Kram hier rübergebracht, um für die andere Quarzmine, die bauen wir auch noch mal eben. Nochmal für alle, im letzten Beide Part haben wir Welten geschafft, die rücken immer näher Lederwämser-Produktion zusammen. aufzustellen. Der Die läuft jetzt auch Sultan ein bisschen sandte an, sich also die auf wird jetzt noch ein bisschen Albrecht. stockeln, aber in der Zeit können wir ja schon mal überlegen, wie wir erweitern So, eigentlich, ne? Gewürze. Du wolltest Gewürze haben. Gewürze kriegst du. Da sind Gewürze. Dafür brauche ich aber erstmal wieder Werkzeug. Aber kann, ich glaube, ich die. Wie viel Geld haben wir gerade? Hast du gerade welche im Angebot? Eure Ja, Unterstützung hast du. Ich wäre von kaufe hier eben größter die paar Bedeutung. Werkzeuge. Oh, ich habe gerade wieder eine Auf. Nee, das stimmt. Ach, denk dann, wir haben noch den Auftrag für als da hier, ne? 10 Tonnen Bier und 10 Tonnen Kohle. Ja, das sieht nicht gut aus mit Kohle. Oh, Besteht noch Hoffnung in dieser Sache? Gewürze wird ganz schön niedrig. Oder geht ganz schön So, wo ist niedrig. die Feind abgeblieben? Vielleicht machst du zwei Da ist Gewürzplantagen sie. rein. Die steht doch direkt hier, dann komm. Lass die Mission starten. Ah ja, und Oh. was wir nicht vergessen dürfen, die gute Marie Trontois. Hat jetzt einen Frieden. Ich erbitte eure Ja, Hilfe. und sie mag Allah uns nicht mehr möge so euch sehr. eure Hilfe segnen. Deswegen habe ich unsere Kriegsflotte auch erstmal wieder nach Norden beordert, damit diese im Notfall ein bisschen Terz bei ihren Landeinheiten machen kann. Weil ich habe noch nicht wirklich Marine Meine von ihr Schiffe, sie sind gesehen. sonst allein. Nur Heer. Ja, noch. Ja, aber sie trotzdem, okay, hier ein kleines Kriegsschiff. Ja, du, aber trotzdem, sie war im Krieg. Also, ich würde mich wundern, wenn die KI den Krieg rein gegeneinander auf Land führt. Ich überlege gerade. Trotzdem auf dieser Insel hier, auf die kleine Insel, was wir haben, was können wir hier großartig noch anbauen? Möge der Handel. Ihre Bevölkerung sehnt sich Bienen? nach Und das Gemeinschaft. Ein war's schon gutes Geschäft. eigentlich. Außer ein Hä? Fragezeichen. Wir hatten keinen Zugang zum Bazar. Sonst würde ich halt Oh, ich sagen, hab dass dich. wir hier unten Oh, oder okay. hier oben auf dieser Insel, wo wir jetzt Lederwämser produzieren, Warte mal, ich muss so. noch eine kleine Insel machen oder eine Können wir die Stadt Moschee mittlerweile bauen? in der zweiten Nee. Bevölkerungsstufe. Und dazu möchte ich gerne Compel fragen, ob es dir in Ordnung wäre Was willst für du machen? dich. Auf der oberen Insel in Schafsbrück. Ich glaube, Schafsbrück ist besser, Ja, ne? Ja, Schafsbruck. Wolfshafen. Wolfshafen oder Schafsbrück? Schafsbruck? Welche jetzt? Nee, Wolfshafen, da ist zu wenig Platz. Ich würde Schafsbrück Die nehmen. Ist zwar schützende auch wenig Hand Platz, aber ich Gottes meine jetzt, ruht auf meiner den Platz Flotte. brauchen wir sowieso nicht so viel. Hm. Den ausnutzen, um einen kleinen Siedlungsabschnitt nochmal zu bauen. Oder Ja, zwei. wenn du meinst, mach ruhig. Ich weiß halt nicht, ob das halt Sinn macht. Also dann müsst ihr das auch versorgt werden später mit Gewürzen. Ja, das würde ich lieber erstmal nicht machen. Kommt drauf an, wie viel Geld wir schon bekommen. Durch nur Bebauern. Oder die nächste Stufe eben halt. Aber ja, grundlegend hast du nichts dagegen. Nö. Gut. So, wo bleibt? Da kommt es, das Schiff, auf das ich warte. Und Holz werde ich jetzt nicht immer neu produzieren, werde ich jetzt unten immer hochschleppen. Okay, da sind die schwarzen Eine Punkte. Insel wurde von einem Mitspieler besiedelt. Okay, Kardinal, mach mal. So, jetzt können wir die nächsten Gewürzfarmen bauen. Wie passen die denn am besten noch dahin? Eigentlich gar nicht. Brot geht zur Neige. Das ist aber nicht schön. Haben wir noch ein Schiff, was jetzt gerade nicht arbeitet? Hier, du arbeitest nicht.
Du musst mir mal hier oben was hinliefern. Aber Bier arbeitet auch noch nicht so gut. Obwohl wir jetzt schon mehrere Plantagen haben. Hast du Gewürze schon erhöht? Ja, ich bin gerade dabei. Ich musste auf Werkzeuge warten. So, das müsste dann auch hoffentlich dann auch reichen. Sonst meckern die Leute immer mehr hier rum. Lederwimser 14 Stück, okay, das wird hier noch produziert, das haben wir erstmal. Eine Produktion kommt zum Erliegen. So, mach mal erstmal hier ein bisschen Material rein. Du zurück. Was habe ich gesagt, Holz oder Werkzeug? Ich glaube Werkzeug war das. Haben wir noch? Ja komm, dann bauen wir hier schon mal einen weiteren Marktplatz. So, den anderen, sonst geht es den Leuten sehr gut, außer eben halt die Würze und Brot und Bier. Denk dran, liebe Zuschauer, wir bauen nicht schön, wir bauen effektiv. Vielleicht, okay, effektiv auch nicht. Ach, wir bauen spontan. Schnell, ja, spontan schnell, weil wir haben jetzt nicht genau viel geplant oder zumindest weil ja ein paar Leute geschrieben haben wegen dem Stadtlayout vorher. Das werde ich irgendwann, weiß ich noch nicht, in einem gemütlichen Let's Play zu Anno 1404 machen. Jetzt ist es ja so, jetzt wollen wir ein bisschen Hardcore-mäßig ein bisschen spielen, ne? Und irgendwann vielleicht, wenn ich dann wieder die Lust, also wenn ich wieder Lust dazu habe, nach dem Projekt oder keine Ahnung, man weiß es halt nicht, wann nochmal 1404 kommt, da würde ich dann eine neue Stadtlayout ausprobieren. Oh, danke schön. Danke, Helene. Die ist nett. Die mag ich. Fühle ich. Die ist richtig. Die hilft wenigstens. Ne, Marie? Ach, ich will nur Krieg. Lass mich mal in Ruhe. Ach Mann, was mache ich denn da? Oh Gott. Anfänger. Schon wieder. So. Schon. Setze dieses Schiff in Flammen. Was willst du in Flammen setzen? Ja, nein, ich mache hier gerade eine Escort-Mission und es wird gerade ziemlich knapp. Und ich möchte halt, dass das Korsan-Schiff verlangsamt wird, damit das Schiff, das ich beschützen soll, erstmal nicht mehr in akuter Gefahr ist. Du hättest doch ein paar Schiffe hier unten nutzen können. Hä? Wie viele Schiffe hast du denn für die Escort-Mission genutzt? Ein kleines Kriegsschiff, das reicht auch vollkommen. Muss halt nur ein bisschen taktisch vorgehen. Ja, ich sag nur, jetzt nützt es. Später nicht mehr. Ja, aber noch ist nicht später. So, ich fange dann mal an, die untere Siedlung zu bauen. In Schafsbrück. So. Beide Schiffe sind besiegt. Dann Gewürzproduktion ist verdoppelt. Wir haben die weitere Quarzmine angeschlossen. Und wie sieht's aus? Mosaik ist genügend da, aber wir brauchen wieder Werkzeug für die Moschee. Oh, automatisch. Ja, das kommt ja auch jedes Mal. Ist ja auch gut, dass das kommt. Ja, sonst wäre bestimmt irgendeine Datei schon ein Schrott. Spiel gesichert. So, hast du gerade Pläne, für die du viel Werkzeug brauchst? Ja, wie gesagt, nur das untere Stadtteil, aber das wird jetzt nicht so viel Werkzeug fressen. Okay. Ich werde jetzt zusehen, dass ich hier in Orient eine Werkzeugfabrik zum Laufen bringe, weil gerade der Orient, der braucht richtig viel Werkzeug. Und das ist verständlich, aber mit den Bilanzen müssen wir aufpassen. Wir haben halt wirklich nicht viel. Ja, aber guck mal, du musst so sehen. Ich brauche Werkzeug allein schon. Nein. Jetzt nochmal 10 Werkzeug nur für die Moschee, damit ich dann, was auch wieder Werkzeug kostet, endlich welche zu Gelehrten machen kann. Oder Gesandten, die ja dann auch mehr Geld bringen.
Also bringen die so viel Geld? Ich glaube, weil die so, nicht so viele Waren haben, bringen die ja nicht so viel. Ja, trotzdem ist das erstmal ein Boost. Außerdem brauchen wir die ja, damit ich auch weitere Gebäude bauen kann. Ja, okay, das stimmt. So. Die Leute müssten auch bald zufrieden sein. Und diese Gebäude, die ich dann bauen will, die kosten auch nochmal Werkzeug. Orient ist halt sehr, sehr kostenspielig, leider. Ja, ist im Occident jetzt aber auch nicht viel besser. Wenn ich mir vorstelle, jetzt habe ich die Produktion von Brot verdoppelt. Wir haben Bier mehr. Ja, Brot sieht richtig schlecht aus. Und Gewürzen mehr. Jetzt sollten wir erstmal abwarten, ob das alles nach oben geht. Auch wenn es hier nicht steht, aber Lederwämser geht nach oben. Wie viel... Ah, wir haben schon Glas. Oh, weißt du, was das heißt? Nee, weißt du, was das nicht heißt? Wir haben kein Geld. Ich fordere ihr Volk. Kardinal, musst du dir jetzt... Ihr scheint Problemen nicht aus dem Weg zu gehen. Oh, Kumpel! Was? Guck mal beim Kardinal. Ja, ich weiß. Aber das Geld haben wir nicht. Wir müssen ja auch noch was aufbauen können. Ja, ich weiß. Die Bevölkerung eines Mitspielers hat die nächste Zivilisationsstufe erreicht. Na toll, der Adlige, ja moin. Nee, so schnell bin ich. Nee, tut mir leid, da fehlen mir die Bücher. Ein Schiff hat die Region wohlbehalten verlassen. Oh, Kacke. Hätten wir mehr Geld und mehr Holz, dann hätte ich dir jetzt einen Bergfried hier hinsetzen können. Und mit einem Bergfried haben wir auf jeden Fall einen kleinen Vorteil, denn, naja, Vorteil, wir hätten denn mehr zum Verteidigen. Ist Richard Northburg Zielscheibe für sämtliche Gegner des Kaisers. Aber wenn ihr wirklich denkt, so, dass es vorteilhaft ist, sich an seine Rockzipfel zu hängen, tut euch keinen Zwang an. Und ein paar Gebäude bauen. Ich bin ermächtigt. Da hast du Geld. Euch eine gewisse... Danke. Du hast ein Darlehen gemacht, ne? Ja. Oh, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen was. Jetzt kann der Kardinal nochmal kommen. Korsaren greifen eines ihrer Schiffe an. Oh, hier unten. Sie haben einen neuen Stadtstatus erlangt. So. Gut gemacht. Was wollte ich hier machen? Oh, irgendwas geht runter. Ach, das sind nur die Gewürze, die dauern noch ein bisschen. Bergfried. Wo soll er hin? Hast du eine Idee, wohin? Du bist für die Insel zuständig. Ja, ich muss ja ein bisschen strategisch denken. Du hast ja bestimmt auch ein bisschen Strategie im Kopf. Sollte ich eher den Bergfried an der Küste setzen oder eher im Zentrum? Möglichst zentral, damit die Truppen auch schnell überall sind. Na gut. Dann hierhin. So, ich zwack mir jetzt nochmal 10 Tonnen Werkzeug ab. Ich brauche die, sonst kann ich nicht weiterarbeiten. Ja. Also notfalls können wir jetzt schon große Teerlager machen und alle drum und dran. Komm her und geh unter. So, hier fehlt Holz. Hier müssen wir erstmal warten, bis wir Holz haben. Bei dir unten ist Holz. Kann ich da ein bisschen was abknöpfen? Ja, kannst du machen. Ich muss jetzt mich erstmal wieder um Korsaren kümmern. So, wo kommt denn die... Wo platzieren wir die schönen... Eines ihrer Schiffe wird von Korsaren überfallen. Am besten nehmen wir eine Kapelle dafür weg. Oder wir nehmen Gleibene weg. Eine gegnerische Flotte drängt in ihr Hoheitsgebiet vor. Ihr besiedelt das Eiland aus meiner Vision. Boah, das hast du bald.
bilde auch möglichst bald dann auch schon mal Truppen aus, ne? Ich? Ja. Ja, die müssen schon da sein, wenn sie kommen. Die können wir nicht erst bauen, wenn... Die kosten 60 Bilanzen. Und 3000 Gold. Wir haben vielleicht eine A-Karte gezogen. Könnten nicht wieder Kardinal und Marie sich gegenseitig streiten, Streitigkeiten machen oder so? Schiffsbau abgeschlossen. Nicht wundern, wenn wir jetzt ganz kurz weniger Einkommen haben, aber ich muss mal kurz die Nomaden runterstellen, damit ich ein paar ausbauen kann. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Jo, mach ruhig. Hast du schon gemacht? Ich bin... Das muss ja einmal kurz erstmal anlaufen, bevor die... Das hat an den Bilanzen nicht mal irgendwas gemacht. Überleg mal, wir hatten vorher 580, jetzt haben wir 480. Will ja nichts sagen, aber die Normannen sind so ein bisschen... Ja. Oh, jetzt geht's aber nach oben. Aber wann wollt ihr denn jetzt eigentlich aufsteigen? Ihr habt jetzt alles. Hast du hier... Ja, okay, die Aufstiegsrechte hast du hier verboten. Die Normannen ziehen noch ein, ne? Ja, aber nicht überall. 1440 maximal und 500 Leben bloß drin. Gesandte haben sich in ihrer Siedlung niedergelassen. Komm, da fehlen einfach übelst viele Leute unten bei dir. Die hast du nicht einziehen lassen. Na, werden sie ja jetzt. Ja. Zwei ihrer Mitspieler schließen ein Handelsabkommen. Helene und Lucius haben wieder einen Vertrag. Einen Handelsvertrag, willst du mir rauen? An Helene. Ich gratuliere. Oh, ich dachte Marie. Der Herr segnet die tüchtig. Du kannst wirklich stolz auf dein. Soll ich mich einschmeicheln bei ihr? Die hat nämlich 70%. Ja, beim 70% hat sie bei mir letztes Mal rumgemeckert. Nein. Guck doch, hat funktioniert. Marie hat ihm halt nichts gegen mich, nur gegen dich. Okay, na gut, dann zieht er halt erstmal ein. Ich gebe es unumwunden zu. Die Gesandten werden mit der Zeit doch recht anspruchsvoll. Im Gesandtenkreis, ihr habt euch wirklich... Waffen. Ja, ich bring die mal nach oben. Seht nur, eure Siedlung beherbergt. Ja. Und... Ja. Was wollte ich denn jetzt machen? Glas? Reicht noch nicht, ne? Obwohl, könnte ich... Ich wollte überlegen, wie ich am besten die Kirsche setze, damit die nicht so... blöd platziert ist. Und damit wir zwei Kapellen wegmachen können. Ich würde die ja hier hinsetzen, dann haben wir aber hier noch ein bisschen, ne? Da können wir noch eine Kapelle sowieso hinsetzen. Das wäre kein Problem. Mal gucken. Ich muss so oder so drei Sachen wegmachen. Aber wir sind auf jeden Fall bei 800 plus. Das läuft schon mal gut. Guck mal unten. Hast du denn schon irgendwo was? In der Orientsiedlung eines Mitspielers haben sich Gesandte angesiedelt. Wir werden angegriffen. Ja, ich weiß. Ich werde gleich, wenn das Schiff mit den Waffen oben ist... Werde ich auf jeden Fall nochmal Kram mitnehmen, weil ich muss hier unten auch mal Hafenabwehr bauen. Sonst haben unsere Schiffe hier nie Schutz vor den
Korsaren. Und ich kann halt nicht die Kriegsflotte die ganze Zeit da unten lassen, mit dem Risiko, dass bald Marie gegen Wolfshafen loszieht. Zu Recht. Ein Mitspieler ist in einer Stadt zu mehr Einfluss gelangt. Ist bei ihr alles gut. Ich habe jetzt schon gedacht, bloß nicht bitte. Ja, was ist denn mit den Gewürzen los? Okay, irgendwie sind die Gewürze noch ein bisschen komisch. Eines ihrer Schiffe wurde zerstört. Der Sultan wäre erfreut. Aber wir haben ein Schiff weniger. Ja, das ist, ich weiß. Das ist ein kleines Kriegsschiff. Ich habe schon zwei neue in Auftrag gegeben. Was? Wir können die machen? Ach, wegen wir. Ach so, wir brauchen ja nur Waffen und keine Kanonen. Entschuldigung, war bei Anno 1800. Große Werft wollte ich ja irgendwann machen, ne? Fehlt mir immer noch ein Material. Also Materialien. Und Geld sind echt Probleme. Müssen nicht sein. Achso, bevor ich das vergesse, was brauchtest du jetzt unten für die Bücher, damit wir die wenigstens hinter uns haben? Werkzeug. Oh, Glas. Diese Schiffe. Zack, zack, zack. So, das Schiff kommt nach hier unten, dann können wir hier Hafenabwehr aufbauen. Und dann können wir eventuell hier endlich eine eigene Werkzeugproduktion auch aufbauen. Also nicht wundern, ich werde jetzt bei dir unten noch ein bisschen was aufbauen, ja? Was hast du denn vor aufzubauen? Schiff fertiggestellt. Die Bücher gleich, damit das Problem weg ist. Weil ich glaube, durch die Bücher kriegen wir noch ein bisschen mehr Geld hinein. Ein bisschen viel. Und dann fehlt uns halt wirklich nur noch die größte Kirche. Die braucht aber wieder so noch ewig, weil wir jetzt zu wenig Glas haben. Obwohl, du hast zweimal Quarz. Eigentlich müsste Glas. Ah, der produziert wahrscheinlich zu langsam, oder? Ja. Aber Mosaik wird gut produziert, muss ich sagen. So, dann können wir jetzt hier. Oh ja, nee. Hier. Einmal bitte einen Hafenabwehrturm. Danke. Ein Kriegsschiff ist übrigens fertig und ein Handelsschiff. Ja, ich weiß, aber das Kriegsschiff soll ruhig auf das zweite Kriegsschiff warten. Und das Handelsschiff? Ja, das setze ich eben auf die Mosaiklinie wieder drauf. Ah, hier ist richtig, was zerstört wurde. Das jüngste Gericht. Okay. Nein, Mann, du komisches Kind, ey. Dann werden wir jetzt. Oh Gott, alles. Ich seh schon, der kommt schon rüber. Ja, ich bin schon unterwegs. Kann ich etwas? Also hole ich schon mal ein paar Heerlager raus. Aber was wollen wir ein angreifen? Ein feindlicher Scherge treibt sich in ihrer Stadt herum. Eins, zwei, dann. Wie viel brauchst du? 600. Okay. Hast du den Scherge schon? Nein. Ich weiß nicht, an welchem Dings der ist. Man hat ihre Bevölkerung zum Aufstand angestachelt. Hä? Ja, moin. Den habe ich nie gesehen. Wie lautet euer Befehl? Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Ja, ist sehr gut. Unser Glasschiff. Ja, müssen wir jetzt opfern. Nö, müssen wir nicht. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Ach, verdammt. Nicht du. Du. Und wo bist du? Schade, dass wir mit Helene noch nicht im Bündnis sind. Oh, es stimmt.
stört dich also nicht, wenn wollen wir nicht im Bündnis reingehen? Wenn sie will, aber die Sache ist halt, die will sie. Nee, ist zu weit noch unten. Dürfte ich euch auf etwas aufmerksam? Okay, pass auf, der kommt unten, legt er an. Im Süden bei den ganzen Hanfplantagen und so. Eine Trotzbombe. Ah. Ich bin der Anfang und das Ende. Gut. Ich gehe. Ach ja, wenn die Truppen überhaupt laufen würden, würde ich dort unten hingehen. Okay, und oh, er kommt hier hin. Hier kommt er auch hin. Aber kannst du den schon mal abfangen? Die ganzen kleinen. Ja, ich kann nicht überall gleichzeitig sein, Tristan. Ich versuche mein Bestes. Eine ihrer Truppen. Das musst du aber jetzt. Kardinal landet auf ihrer Insel. Ein Gegner hat die Grenze zu ihrem Siedlungsgebiet überschritten. Das kriegen wir hin. Okay, du machst die Trutzburg weg, ich mach die Einheiten weg. Okay. Zu den Venetiern. Schnell, wir brauchen Ruhm. Jetzt ist natürlich doof, dass wir einen Aufstand haben, aber damit müssen wir jetzt mal ein bisschen klarkommen. In der Gemütlichkeit kann man die andere Stadt entfernen. So. Okay, du wirst repariert. Wo befindet sich das unterwegs? Oh, natürlich kommt er mit noch ein Ding. Als ob, ey. Ein Feuer wütet in ihrer Siedlung. Eine Feuer? Als ob der hier drei solche Lager zu stehen hat. Wie lautet euer Befehl? Kriegsschiff braucht nur eine Weile. Ich bin glücklich, dass wir wenigstens ein Heerlager haben. Mann, ja. Ja, jetzt ignoriere sie einfach. Wir haben jetzt andere Probleme. Ja, haben wir auch. Die Bevölkerung läuft randalierend durch die Straßen. So, greift dann schon mal ein Heerlager an. Das müsste ja klappen, ne? Ja, aber das macht halt Sinn, weil ich hab keine Heerlager mehr. Ja, ich versuche ja von der Küste aus, so gut es geht. So, wenn ich mir vorstelle, die sind jetzt gerade. Wo bist du, Topaz? Wo bist du? Sag mir, dass du gleich da bist. Und keine Gegner zwischen dir und den Venetiern sind. Sieht ganz gut aus. Ah, die Kapelle brennt schon wieder. Ah, ey, wir müssen langsam ne, Partende machen, oder nicht? Ja, lass jetzt eben hier den Kampf zu Ende bringen. Sonst, zumindest das eine Heerlager möchte ich hier noch loswerden. Ich hange für ihren Sieg, steht gut. Ist doch schön. Oh ja. Dieses Schiff, bevor es anlegt. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Das ist mir egal. Geil. Gut. Komm. Eines ihrer Schiffe wurde versenkt. Ja, komm weg damit. Sie haben okay. Die Schlacht gewonnen. Gut. Beenden wir die Folge. Ich wollte nämlich jetzt nicht zwischen den Parts, dass der anlegt und eine neue Trutzburg aufbaut. Ja, das wäre jetzt doof gewesen. Deswegen wollte ich das noch loswerden. Gut, die Topaz ist gerade bei den Venetiern angekommen. Das heißt, gucken werde ich gleich, ob die Mission noch weitergeht. Mhm. Die Mission beenden, damit wir nämlich nochmal rumbekommen und damit wir nämlich dann die Hilfsflotte des Orients eventuell noch anfordern können. Wir haben noch hier noch Ruhm. Nein, die kostet 600. Wir haben 500 noch was. Wir hatten 900. Ja, aber ich habe das investiert, um die Hilfsflotte zu vergrößern. Uns bringt keine Hilfsflotte etwas, die ja aus nichts besteht. Deswegen. Dann haben wir ja noch mehr Schiffe. Ja. Okay. Aber es geht halt darum, die Seehoheit zu halten. Gut, das ist auf jeden Fall der Plan.
Wir werden das wahrscheinlich jetzt direkt im Anschluss sehen, wie es weitergeht. Ihr dann in der nächsten Folge. Genau. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.